Hallo Welt, da sind wir wieder und wir suchen jetzt das Haus des Erfinders und wir pflücken hier ein paar Blümchen und so, ein paar Beeren vielmehr. Hier haben wir eine Erinnerungsmaske gefunden, nah Untergrund. Oh, there you are. Mom's been worried sick. I was riding the subway. All day, back and forth, and back and forth, and back and forth, and back and forth, and back and forth, until it closed. Was I supposed to pay again? No, you're not supposed to run off like that without telling anyone. But I was having so much fun. You wouldn't have let me ride. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Do you remember 1939? I was 5 years old. We went places on the subway. With Mum, before she got sick. Yeah, I remember. I never forget anything. Jetzt haben wir uns ja schon wieder unbeliebt gemacht hier. Wir haben ja was gestohlen. Deswegen ist der Balken oben. Also der Kompass, meine ich. Der Kompass ist ja auch deswegen rot wahrscheinlich. Aber vielleicht auch aus einem anderen Grund. Ja, nicht, dass die uns die ganze Zeit hassen jetzt. Ach, da ist er wieder weiß. Vielleicht war doch noch Ausgangssperre vorhin. Die haben aber dann lange Ausgangssperre hier, meine ich. Ich weiß gar nicht, wie lange das woanders ist, aber kam mir jetzt lang vor. Ah, Karte. Wir sollten mal auf die Karte gucken, denn wir können doch jetzt mit Sicherheit die Lilien auch finden hier, oder nicht? Erstmal das Haus, das ist klar. Grabungsstelle. Da müssen wir gleich auch mal gucken. Und Feldlilien, da sind sie. Vielleicht kommen wir sogar dazu, hier die goldenen Schallplatten zu suchen und zu finden natürlich auch. Ja, das ist unsere Werkbank, unser Chemiesatz. Und hier haben wir Wasser. Die lassen uns aber nicht dran ans Wasser. Gucken wir uns mal die Hausruine, die ist hier gleich links neben uns. Gucken wir uns die mal an. Ja, nö, das, ja. Die lassen uns hier nicht rein. Aber schön verstecken können wir uns hier. Was steht da? Wir sind die hohlen Männer, die Ausgestopften. Beachte die Nebenwirkungen. Oh, erwähnt wird was, nicht wahr? Wie? Oh. Ich wollte lesen, was hier so steht. Kann man gar nicht lesen. Wird nicht übersetzt. Haben sie vergessen vielleicht. Oh nein, wir hängen fest. Nein, doch nicht. Ja, Häuserruine. Wer bist du? Hey. At least we have our memories. Right. At least you can drink from the pumps here. Du darfst von den Pumpen. At least we're alive. Right. Stay where I can see you. No one likes a lurker. Ah, er darf von den Pumpen trinken, wir nicht. So ist das also. Ja, aber hier ist doch nichts mit dem Haus. Ruine. Was ist denn damit los? Warum wurde uns dann gesagt, guck mal da, ist eine Ruine. Vielleicht meinen die das hier. Federn! Hey, wer hat das Huhn gerupft hier? Was ist das? Eine Tür. Da weint jemand bitterlich. Wenn die Pforten der Wahrnehmung gereinigt wären, könnten wir alles sehen, wie es ist. Unendlich. Guten Tag. Darf ich rein? Ich komme einfach. Hallo. Hey, wo hast du so ein dickes Rohr auf einmal her? Jesus. Oh mein Gott. Wo sind gelbe Blumen? Gelbe Blumen. I've really gone out of their way to isolate Dr. Faraday. They must be extremely dangerous. Ach so, die haben uns schon vergessen. Ja, wunderbar. Auch nicht so gut mit deren Erinnerung. Naja, vielleicht brauchen wir erstmal eine Karte, um dort reinzukommen. Eine Schlüsselkarte oder ähnliches. Stuck. Roger! What did you do to the fucking valve, huh? You over-tightened it, didn't you? Jesus fucking Christ. Why'd I have to fall for a stupid fucking mechanical imbecile?
I told you to leave the plumbing the fuck alone! Fucking eyebrows. It's always the fucking eyebrows. Coole Musik. Robby Tobby und das Fliegertüt. Irgendwie hat mich das jetzt gerade daran erinnert. Warum auch immer. Ja, wegen der Musik wahrscheinlich. Nicht warum auch immer. Dürfen wir hier rein? Nur für Stadtangestellte. Danke. Aber gerne doch. Okay, die Musik hat aufgehört. Aha. Aha. Das nehmen wir doch mit. Ja, dann. Hallo. Na. What the fuck are you doing here? Oh, leave us alone. Why won't you leave us alone? She's going to fucking kill us if we keep fucking up. Don't worry, Roger. I'm going to fix it. Because that's what I do, apparently. I'm fucked. We're both fucked. The professor's gonna kill us. She's gonna tell them to send us away. I'm always mucking things up for her. Well, Roger's worse. He breaks everything. The professor's gonna send us both away. Can you get us a new valve? I'd let you use the professor's lab. Oh, it's brilliant. Dr. Faraday's a woman. It never even occurred to me he'd be a woman. And she has houseboys. Also, ich bin genauso überrascht. Ja, genau, wir sind überrascht. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich aber auch gar nicht drüber nachgedacht, jetzt so viel. Nachtklee, dürfen wir da... hey, die sind aber groß bei euch, die Pflanzen. Also, Wellington Wells, Kampf der Blumen. Beste der Ausstellungen. Ha! Blumenvase durchsuchen? Hey. Und Wellington Wells, Kampf den Blumen. Beste der Ausstellung. Aha. Er fordert den Schlüssel zu Faradays Werkstatt. Was sollen wir denn jetzt machen? James Maxwell, das Ventil bringen. James Maxwell. Ach. Hey. So traurig. This is for you. Bitte, nimm das. Oh, brilliant. Oh, this is perfect. Thank you. You've saved us. But go on in. The lab's brilliant. Roger will give you a hug. Maybe the professor can help you too. Ja, vielleicht. Sind aber auch besonders gut drauf hier, die Leute. Ja, wo habt ihr denn eure Lilien? Hörst du auch mal auf? Hallo? Da kommt nicht mehr Wasser raus. Irgendwann ist zu, das Ventil. Gleich reißt du es wieder ab. Aha. Hat er uns den Schlüssel... Bist du fertig jetzt? Nein, bist du nicht. Okay, ich merke schon. Roger? Was ist das? Roger? I asked him a sandwich for 5 minutes. Still waiting for moments. I don't hear any James. Roger! Stop fucking the James! Roger! Stop pole dancing and bring us something to eat. Habe ich doch gewusst, dass hier so ein Ding hängt. Das ist also ein Klopper. Aber ein Fernsehklopper diesmal. Vorsicht. Ach, jetzt brauchen wir endlos viele von diesen Dingern. Wir klauen nicht. Wir dürfen das. Ist nichts rot hier. Man hat es uns gestattet. Oh,
Oh nein, das dürfen wir nicht mehr. Ja, das wäre auch ein bisschen brutal jetzt. Ach was, aber da so ein Pornoschuppen, so ein... Ihr wisst schon, nur für Kerle, das ist nicht brutal. Das war doch das Reformhaus, das war doch gar nicht so ein Porno-Ding oder... Ja, das war doch nur... Zur Bestrafung war das doch nur da. Da man denkt, also ich... Ja, da sieht man, woran ich... Was er im Kopf hat. Also ich bin sprachlos über mich selbst. Ja, von wegen. Wenn man sich das hier anguckt, das ist doch eindeutig. Roger? Moment mal, Siegesfleisch macht dich stark. Oh Gott. Alright. Ja, alles gut hier. Ich guck mal, was du so in der Truhe da hast, ja? Du hast ja nichts dagegen, oder? Ist alles weiß, nichts rot hier. Wir dürfen das. Nochmal. Wir dürfen das. Was hast du hier, ein Schiff? Willst du zur See fahren mit deiner Mütze? Na gut. Wow, alles für uns. Das ist aber voll nett. Noch eine Grabungsstelle. Und irgendeinen Schlüssel haben wir doch bekommen. Jetzt habe ich aber nicht geguckt, was das für einer war. Ach, jetzt verstehe ich. Der faradayische Käfig. Deswegen Faraday. Ja, okay. SS? Oh, ach so, ja, das haben wir ja gelesen. Gibt es hier vielleicht irgendeinen Durchgang? Einen. Hey, du hast ja Gras in der Ecke. Haha, versteck das mal gut. Nicht alles auf einmal. So, konsumieren, meine ich. Joy! Freude! Ah, ich habe fast nicht mehr dran gedacht. Das ist kein Tanzsaal! Und das ist keine Tanzstange. Ach was, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das stimmt. Was ist das denn dann? Oh Mann, oh Mann. Ja, schöne Saurier-Skelett-Bilder haben wir hier. Und sonst noch was? Bratpfanne. Ha! Ja, dann sollen sie mal herkommen. Auf drei haben wir die. Nö. Nö, haben wir gar nicht. Ich glaube, die Lampe ist wichtiger, um irgendwelche Infizierten von uns fernzuhalten. Ja, ich weiß, wir sollen hier durchgehen. Da oben haben wir aber schon wieder so eine rote Lampe. Fallenkonsole. Ja, die können wir ja schon mal öffnen. Wahrscheinlich müssen wir das sowieso gleich. Ente, Rick-Distant-Ente. Na, endlich haben wir die Ente gefunden. Ich weiß nicht, wofür wir sie brauchen, aber ich freue mich über so eine Ente. Was haben wir denn hier? Brief des... Weg, 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 weg! Nein! Aua! Noch nicht. Irgendwie Gas. War aber auch nicht witzig. Ach, da oben. Ja, okay. Wir haben etwas Neues gefunden. Ja, dann... Oh... Polarität umkehren erfordert Polaritätsgerät. Können wir doch gar nicht. Ja, toll. Jetzt haben wir, glaube ich, keine mehr. Ach, dann gucken wir erstmal da drüben in der Ecke, bevor hier noch irgendwas schief geht. Na, ja, man sieht schon. Die haben sich mit was beschäftigt hier. Hä? Hier sind wir doch reingekommen. Wir haben doch hier schon geguckt. Asche durchsuchen. Heiß, 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 heiß. Okay. Ah ja, okay. Die Platte haben wir nicht. Hätten wir kaufen können, aber wir wollten auch nicht. Ach so. Ja, hier können wir aber doch was bauen. Und wir haben den Doppelklopfer, den wir dann herstellen können. Sehr schön. Eine Falle, wie sich das anhört. So. Geschafft. Oh, nein, keine Falle. Okay. Wir haben den Schlittenfahrer gefunden.
Eine weniger tödliche Version der britischen Waffe deiner Wahl. Mhm. Fügt also mäßigen, nicht tödlichen Schaden zu, kann mehrere Gegner mit einem Schwung treffen. Wie schön. Ja, aber ist doch nichts für uns. Tempo. Oh, das Tempo ist nicht schlecht. Anstrengung? Nicht sehr hoch. Also, die ist, glaube ich, gar nicht. Die ist richtig gut, glaube ich, die Waffe. Doppelklopfer, was kann der? Zwei Klopfer sind besser als einer. Fügt mäßigen Schaden zu, nicht sehr haltbar, kann Betäubung verursachen. Schwer. Wollen wir nicht. Rick, die Stuntente. Einmal im Inventar haben wir sie schon. Dies ist wirklich eine seltsame Ente. So seltsam, dass alle ihr für ein paar wertvolle Momente Aufmerksamkeit schenken. Ach so, die wirft man dann irgendwo hin. Ja, witzig. Oh nein, wir brauchen eine Energiezelle, um das herzustellen. Und eine normale Ente. Ja, ach na gut, zieht die Aufmerksamkeit mehrerer Ziele auf sich und führt sie sofort. Wenn sie geworfen wird. Ja, ja, das, nein, das brauchen wir nicht. Speibombe, nein, 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 hier ist nichts bei, was wir bauen wollen. Was haben wir denn hier? Eine Leuchte zum selber bauen. Wie schön. Ja, Rohre haben wir. Hey, irgendwo stand, wir brauchen Rohre, um Leuchten herzustellen. So Metallrohre. Leere Leuchte, Energiezelle. Es werde Licht. Eine Taschenlampe, die Energiezellen verbraucht. Energiezellen können ersetzt werden. Also in Bücherschränken müssen wir mal gucken. Da finden wir schon mal Energiezellen. Ja, das ist aber alles nicht... Ach doch, Moment mal. Hier haben wir den Kurzschließer. Genau so etwas meinte ich. Das sollten wir herstellen. Verursacht einen endgültigen Kurzschluss in Steuerboxen. Wird für eine Steuerbox angewandt, um die mit ihr verbundenen Fallen dauerhaft zu entschärfen. Ja, ich glaube, im Inventar haben wir... Ach, drei haben wir im Inventar. Ja, dann brauchen wir keine mehr herzustellen. Schade, ich dachte, wir hätten auch diesen Polarisator, oder was ist das? Ja, ich dachte, den hätten wir auch herstellen können. Interessant, was ist denn der Polsteranzug? Der bietet uns etwas Schutz. Es tut nicht so doll weh, wenn Leute und Bienen dich malträtieren. Du siehst allerdings ein wenig seltsam aus. Absorbiert Schaden von Angriffen, passt im Garden District an. Aha, was brauchen wir dafür? Das. Oh, ja, da würden wir unser ganzes Nähzeug für verwenden. Ja, dann... was heißt denn das? Passt im Garden District an. Verstehe ich nicht den Satz so ganz. Habe ich vielleicht falsch verstanden. Okay, eine Gasmaske haben wir doch immer dabei. Filtere schlechtes Gas heraus, bis der Filter aufgebraucht ist. Ermöglicht dir, Giftnebel und andere Dämpfe einzuatmen, wird nur in schlechten Gasbereichen schlechter. Ja. Und hier nichts Neues hinzugekommen. Na gut, dann brauchen wir auch erstmal nichts. Weil ich glaube, wenn wir drei Stück im Inventar haben, versuchen wir mal unser Glück. Hat geklappt. Aha. Dann gehen wir nämlich erstmal nach oben. Ich weiß, ich meine, wir müssen nach unten zumindest. Aber dennoch möchte ich erstmal oben gucken. Was wollte ich denn jetzt? Was essen? Ach so. Ja, wo haben wir denn... Vogelbeeren? Nee. Johannisbeere. Jo. Rein damit. Ja, schaffen wir das denn noch in dieser Folge? Ach, sicher. Moment. 3 Minuten. Ach, machen wir noch. Schöne Rechnung. Wie heißt das? Ich sehe Mutants, irgendwas. Ansonsten Elektron Transition. Mhm.
Gleichungen. Ach gut, jetzt bin ich drauf gekommen. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Boah, hab ich jetzt einen Schreck bekommen. Latein, aufheben. Why don't we speak Latin? Because it's 1946 and the Romans left Britain in 450 AD. I can't hear you. Why do you want to speak Latin? You always know what each word means when it comes out. Impedimenta, the baggage. Impedimentorum, of the baggage. And impedimentis, to the baggage. So it doesn't matter what all these say things? Yes. So long as you're talking about baggage. What? No, Arthur, I'm talking about... Oh, fuck off. Why are you learning Latin anyway? You still have trouble with English. I can see it in my head. Make the words by sticking endings on them. Well, that seems like an awful lot of effort. When you learn German. I don't want to learn German! You just have to stick the right ending onto the word. I don't want to learn German! It's very good language. It has very strict rules. Imagine my surprise. Naja, gut. Aber das mit dem Latein ist schon, da ist schon was dran. Deswegen habe ich das wahrscheinlich auch so geliebt. Wenn man Latein kann, dann kommt man doch schon in sehr vielen Ländern klar. So. Also Italienisch und auch eigentlich alle hier so aus der Gegend. Ihr wisst schon. Außer asiatische Länder, die haben, glaube ich, andere Sachen. Nicht glaube ich, sondern weiß ich. Ist ja auch egal. So. Ich wollte noch mal gucken, aber das hat mich jetzt fasziniert, dass ich nicht der Einzige bin, der Latein gut findet. Hier ist doch nichts in den Bücherregalen. Was für Bücher lest ihr eigentlich? Öl? Ja, nee. Moment, ist das Spiegelschrift? Ja. Warum? Warum ist das in Spiegelschrift hier drin? Ja, die werden schon wissen, was sie davon haben. Ach, da gehen wir einmal im Kreis hier. Lesen wir doch gleich den Brief. Geschrieben von Beatrix Reeve. Stimmberechtigtes Mitglied, Exekutivkomitee. Inspektor Hockney, Stadt Wellington, also an Inspektor Hockney, Stadt Wellington, Wells. Spezialgendarmerie heißt das, Parade Street 222, Appleholm. Lieber Inspektor, der kluge Vogel weigerte sich, an den Leckerbissen zu picken, die wir ihr anboten. Ich fürchte, sie plant, wegzufliegen. Du weißt, was passiert, wenn die Raben aus dem Turm fliehen. Ich habe vorsichtshalber einen hübschen goldenen Käfig am vereinbarten Ort vorbereitet, wo sie weiter picken kann. Hättest du etwas dagegen, sie in ihr neues Habitat zu führen? Natürlich werden wir einen oder zwei Pfleger brauchen, die ihren Futterkasten gefüllt halten und die Zeitung wechseln. Ich kenne ein paar eingefleischte Junggesellen, die perfekt sind. Sie selbst werden keinen Mucks machen und sie sind zu dumm, um ihren Käfig selbst zu öffnen. Wir vom Exekutivkomitee sind dankbar für alles, was du tust. Mit freundlichen Grüßen, Beatrix. Oh. Da haben sie Geheimsprache hier. Versteht kein Mensch, was die wollen von uns so. Das Haus des Erfinders! Moment. Und wir lesen es wieder, nachdem es abgeschlossen ist. Oh nein! 20. Oktober 1964, 14 Uhr. Da gehe ich... Warum? Da gehe ich also... auf dem Weg zum netten, schönen Latzholm. Achte auf die Seuchenhopfer. Sie stehlen uns die Ohren. Das haben wir schon gelesen. Ich war gerade abgelenkt von der Uhr. Okay, 22. Oktober 1964, 9 Uhr.
Da hat jemand keinen guten Tag, oder? 22. Oktober 1964, 9.30 Uhr. Jetzt, Moment. Jetzt bringe ich das zurück zu dem armen Kerl mit dem kaputten Ventil. Ein Ventil. Ich muss doch ein Ventil für ihn auftreiben können. Er scheint recht aufgebracht zu sein. Vielleicht kann ich ihm raushelfen und irgendwo ein Ventil für ihn finden. Da sind überall Rohre. Ein paar müssen doch Ventile übrig haben. Ich frage mich, ob sowas in Läden verkauft wird. 22. Oktober 1964, 10 Uhr. Ende gut, alles gut. Und ich habe einen neuen Schlüssel, um Faradays Haus aufzusperren. Ja, der sollte mal wieder Joy nehmen, so wie er sich anhört, finde ich. Na, hier haben wir aber noch die Nachbarn. Die Nachbarn kennenlernen. Warum war da ein Stern dran? Das haben wir doch gemacht. Seltsam. 21. Oktober 1964, 15.30 Uhr. Von wegen, das haben wir gemacht. Natürlich haben wir das gemacht, aber das haben wir schon gemacht. Damit meine ich, das haben wir doch schon vorgelesen. Ich glaube nicht, dass es hier schöne Hotels gibt. Also sollte ich besser einen sicheren Ort zum Schlafen finden. Ja, irgendwie haben wir das schon. So, Brief haben wir auch keine neuen. Why are they locked up here? And why? Ja. Wir gucken. Uah! Nein, 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 nein. Wie bitte? Hier? Moment, da haben wir doch was. Ich möchte oben gucken. Freudepille? Nein. Absturz, obwohl Freudepille wäre auch gut. Ach, die andere haben wir jetzt gar nicht dabei. Oder? Ist das bei Arznei vielleicht? Nein. Wieso haben wir das denn nicht mitgenommen? Ich dachte, eine hätten wir mitgenommen. Ach, dann schmeißen wir uns so eine Freudepille ein, oder? Aber dann vergessen wir irgendwas danach. Oh nein, dann vielleicht doch lieber nicht. Dann gehen wir doch erstmal im Keller gucken. Moment, das hier ist der Keller. Es gab keinen Keller. Seltsam. Ja genau, wir sind hier durch und ich dachte, es geht nach unten. Ja, liebe Welt da draußen, da müssen wir in der nächsten Folge also eine Freudepille einnehmen. Diese Folge allerdings ist vorbei. Ich darf mich aber noch bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Roger liebt James.